Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Police Academy The Complete Collection Box. Alle weiteren Informationen zu diesen Filmen und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zu den Filmen und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Police Academy The Complete Collection. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, das Ganze ist im Jahr 2014 erschienen. Wir haben hier alle Teile der Police Academy Filmreihe in einer Box. 7 Stück an der Zahl. The Complete Collection nennt sich das Ganze, kommt hier in so einer Pappbox und hier haben wir dann die einzelnen DVDs mit drin. Ja, so sieht das hier von der Vorderseite aus, Police Academy The Complete Collection. Die einzelnen Teile sind dann hier auch abgebildet, also hier geht's los mit rechts Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5, Teil 6, Teil 7. Die sind hier auch nochmal im Detail aufgelistet. Also hier die einzelnen Titel, denn jeder dieser Filme hat dann auch einen Untertitel, wie zum Beispiel Teil 1 hier, Dümmer als die Polizei erlaubt oder auch Jetzt geht's erst richtig los. Das Ganze ist ab 16 Jahren freigegeben. Das variiert von den einzelnen Filmen. Also wir sehen hier, es gibt auch Filme, die sind ab 6 oder ab 12 Jahren, aber der erste Teil ist hier ab 16 und hier dann noch Teil 6 ab 12, aber ansonsten eigentlich ab Teil 1. Alle ab 6 Jahren freigegeben. Gut, so sieht das aus. Barcode Beteiligte. Oben lesen wir nochmal Police Academy The Complete Collection. So sieht das dann auf der Rückseite aus. Und das ist dann die Seite, auf der man dann die DVDs entnehmen kann. Ja, hier haben wir die 7 Filme der Reihe nach aufsortiert. Von links nach rechts 1 bis 7. Dann würde ich sagen, wir nehmen die mal raus. Die Box von innen ganz schlicht gehalten, also einfach so eine ja, etwas klapprige Kartonbox, so ein Schuber im Endeffekt, eine Pappbox. Und hier haben wir dann die einzelnen Teile. Also das ist jetzt Teil 7, Teil 6, Teil 5, Teil 4, Teil 3, Teil 2, Teil 1. Kriegen wir jetzt so nicht alle aufs Bild, beziehungsweise wenn wir mal kurz rauszoomen, Moment. Ja, doch, dann könnte es sich sogar ausgehen. So. Ja, also so sieht das dann aus, wenn man alle 7 Cover nebeneinander legt. Wir schauen uns die trotzdem mal kurz im Detail an. Deswegen würde ich sagen, packen wir die nochmal kurz zur Seite auf einen Stapel. So, also das ist Teil 1. Police Academy, Dümmer als die Polizei erlaubt. Und das ist dann die Rückseite, ansonsten ganz schlicht gehalten. Also hier drinnen gibt es dann kein Booklet oder irgendwelche weiteren Inhalte mehr. Hier dann die DVD, ganz klassisch gehalten. Dann haben wir Teil 2, Police Academy, jetzt geht's erst richtig los. So sieht das aus. Okay, auch hier natürlich wieder ganz schlicht die DVD und sonst hier nichts weiter drin. Teil 3. Das ist der Teil und keiner kann sie bremsen. Sieht so aus. So, und die sind alle so im Laufe der Zeit entstanden. Also Teil 1 war im Jahr 1984. Teil 2 war dann 1985. Teil 3 1986. Und Teil 4, den wir jetzt hier haben, der ist aus dem Jahr 1987, also alle immer mit einem Jahr Abstand. Das hier ist Teil 4 und jetzt geht's rund, nennt sich der. Teil 5, Auftrag Miami Beach. Der ist dann 1988 entstanden. Sieht so aus. Dann haben wir Teil 6. Der Untertitel von Teil 6 ist Widerstand zwecklos. Der ist dann erschienen, man könnte es ahnen, 1989. Also die 6 Teile, wie gesagt, von 1984 bis 1989 entstanden. Und der letzte Teil, Teil 7, der hat dann etwas länger auf sich warten lassen und hat den Rhythmus etwas gebrochen. Teil 7, Mission Moskau, stammt nämlich aus dem Jahr 1994. Also hier hat man sich dann 5 Jahre Zeit gelassen, den letzten Teil zu veröffentlichen. Und das ist dann Teil 7, Mission Moskau. Ja, das war's soweit.
Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wie gesagt, die 7 Teile hier Police Academy von 1984 bis 1994, alle 7 Teile hier mit dabei. Und die kommen dann hier in dieser Pappbox, packen wir auch wieder rein. So, so sieht das dann aus. Die Complete Collection von Police Academy. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von den Filmen bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Filme feiert, falls ihr Police Academy unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.